Weihrauch HW100 mit bleifreien Diabolos. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpupper. Der Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch. Heute zeige ich euch den Alleskönner des Multitalent, die Weihrauch HW100, diesmal mit bleifreien Diabolos. Ihr könnt seit kurzem auf jabolo.de, ich halte sie mal hier schön in die Kamera, jetzt wird es langsam scharf, die Weihrauch bleifreien Diabolos im Kaliber 4,5 mm mit 0,44 Gramm kaufen. Ja, Thema bleifreie Diabolos, da gibt es natürlich einiges drüber zu erzählen. Zuerst mal hält sich ja hartnäckig das Gerücht, beziehungsweise habe ich das selbst auch die Erfahrung gemacht in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, dass es eigentlich nicht wirklich bleifreie Diabolos gibt, die auch performen, die man praktisch als Ersatz für Bleidiabolos sehen könnte. Ich habe da wirklich eine ganze Menge getestet in unglaublich vielen verschiedenen Waffen. Jetzt habt ihr vielleicht vor kurzem mein Video, oder mal schauen, welches ich zuerst bringe, von der HW30, wo ich sie mit diesen Diabolos geschossen habe, gesehen. Und ebenso will ich das jetzt auch mal mit der HW100 machen, um einfach zu zeigen, dass es jetzt für das Thema bleifreies Schießen doch eine Lösung gibt. Ich würde parallel mal ein bisschen dabei schießen und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Nicht wundern, ich schieße natürlich wieder nicht exakt auf die Mitte. Ich habe mir hier so einen kleinen Haltepunkt gesucht. Ich mache mir gerade mal die Beleuchtung meines Element Titan Zielfernrohrs an. Dann kann ich dann noch ein bisschen besser zielen. Also, ich mache mal ein paar Schuss und erzähle euch noch ein bisschen was dabei. Ja, grundsätzlich zum Thema bleifrei. Ich weiß, es wird hitzig diskutiert und debattiert darüber. Es gibt halt viele Schützen, die sagen, okay, ich für mich möchte mir zu Hause meine Finger nicht schmutzig machen, deswegen will ich bleifrei schießen. Oder ich habe Haustiere, kleine Kinder oder irgendjemand anderen, der grundsätzlich diese Bleidiabolos aufnehmen könnte, verschlucken könnte, essen könnte oder was auch immer. Und aus dem Grund möchte ich unbedingt nur bleifrei schießen, weil es halt einfach so eine Gesundheitsgeschichte ist. Das ist natürlich ein absolut legitimer Grund aus meiner Sicht und kann ich absolut nachvollziehen. Oder auch wenn man in seinem eigenen Garten schießen will, dass man halt da jetzt, sag ich mal, keine Bleischicht über die ganzen Jahre drüberlegen will, finde ich absolut in Ordnung. Und ich muss auch selber sagen, dass ich mich selbst auch freue, wenn ich bleifrei schieße. Ich schieße meine HW30 halt oft bleifrei in meinen Knicker, weil man halt, ja, ich sag mal, danach nicht sofort Hände waschen muss. Hat natürlich auch schon seine Vorteile. Ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel Angst vor Blei. Also ihr wisst ja, ich schieße ja zehntausende Diabolos im Jahr. Aber ich finde es halt trotzdem immer zwischendurch richtig gut. Fand es halt die ganze Zeit nur schwierig, weil es einfach ja nichts Präzises einfach gab. Jetzt aber mit meiner Weihrauch HW100 und den Weihrauch bleifreien Diabolos habe ich wirklich eine Kombination gefunden, mit der man echt Wettkämpfe schießen kann, so präzise ist es. Ich werde dann nicht nur diese eine Runde machen, ich werde natürlich dann nochmal zur Bestätigung auch nochmal weitere 14 Schuss machen. Ja, um das Thema noch zu Ende zu bringen. Was ich halt einfach nicht schön finde, ist, ich sag mal, dass man gezwungen oder potenziell gezwungen wird, in Zukunft bleifrei zu schießen. Ich finde es halt immer toll, wenn man, Eigenverantwortung der Schützen hat und gerade auch, wenn man bei sich zu Hause oder im Schützenverein auf dem Schießstand schießt, mein Gott, da begeht man jetzt kein Umweltverbrechen oder sonst irgendwas. Oder auch, wenn man die Diabolos wieder aufsammelt,
Oh, ich finde es ein unglaublich leidiges Thema. Ich wäre halt echt froh, wenn es so bleiben würde, dass jeder das selbst für sich entscheiden kann und nicht, dass man wie so häufig irgendwas vorgeschrieben bekommt, woran man sich dann einfach zu halten hat. Hier hat die EU aus meiner Sicht, ohne jetzt politisch oder zu politisch werden zu wollen, ja sowieso einen Regulierungswahn aus meiner Sicht. Oh, jetzt habe ich ein bisschen verzogen. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit redet, aber okay. Ja, 14 Schuss Trommelmagazin der HW100, super easy zu beladen. Ich hatte es jetzt vor dem Video schon geladen, ich mache das aber natürlich dann gleich nochmal für euch. Ah, scheiße. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich das Loch vergrößert. Mist, war so schön zuvor. Ja, es ist immer noch gut, aber... Ich glaube, das war's. Machen wir mal noch einen Schuss, wenn dann ist es wahrscheinlich ein Leerschuss. Oh ne, siehst du, war noch einer. Jetzt müsste es aber gewesen sein. Hier wäre auch eine Markierung am Magazin dran, wenn ich darauf geachtet hätte und das Magazin richtig eingelegt hätte. Dann sieht man natürlich, wann das leer ist. Wo habe ich sie denn? Ah ne, habe mich getäuscht. Ne, doch, hier ist sie. Ja, habe mich nicht getäuscht. Hier oben dran ist eine Markierung und wenn man es eben so einlegt, dann sieht man, okay, die Markierung ist wieder angekommen am, am Lauf und dann weiß man genau, ab jetzt ist das Magazin leer. Ja, ich zeige euch jetzt gerade nochmal, wie super easy das zu beladen ist. Ich nehme das Magazinkopf zuerst rein. Die bleifreien Diabolos sind etwas fester als die Bleidiabolos, das heißt, da verbiegt sich auch nichts. Die schauen eins wie das andere aus, unglaublich hohe Fertigungsqualität, so wie man es halt von der Firma weiter auch sowieso gewohnt ist. Hat man hier auch bei den Diabolos einfach eine einzigartig gute Qualität. Ja, für mich ist es ein bisschen beruhigend, falls es wirklich so kommen sollte, was ich immer noch nicht hoffe, dass man einfach nur noch bleifrei schießen darf. Ja, ich sag mal, das war mir die ganze Zeit im Magen gelegen in den letzten Jahren, weil ich immer Angst hatte, ja super, dann angenommen, man will Wettkämpfe schießen oder man hat ja seine Gewohnheit, man ist verwöhnt durch die Präzision der eigenen Luftgewehre und wenn man dann auf einmal, ich sag mal, keine Möglichkeit mehr hat, diese Präzision zu erreichen, das wäre halt einfach ultra ärgerlich und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich extrem erleichtert, dass es jetzt dafür, eine Lösung gibt, die man annehmen kann aktuell, nicht muss. Ja, und die HW100, ich habe ja schon so viele Videos darüber gemacht. Oh! Na toll, jetzt muss ich einen neuen Streukreis anfangen. Der kam zurück und hat mir die Scheibe kaputt gemacht. Also gut, fangen wir rechts nochmal einen an. Ah. Hat mir die Scheibe kaputt gemacht gehabt, Mensch. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, wie ihr zu dem Thema steht. Schießt ihr bleifrei, schießt ihr so lange Blei, wie es irgendwie geht und legt euch dann 100.000 Schuss zu Hause hin, dass ihr für euch zu Hause weiterhin bleifrei schießen, verbleit schießen könnt? Oder seid ihr eh schon lange dabei, nach bleifreien Diabolos zu suchen? Da würde mich mal wirklich eure Meinung interessieren. Ihr seht aber, dass das auch wiederholgenau einfach unglaublich gut funktioniert. Kaum sage ich es,
zitter ich und mache so ein krummes Ding hin. Ach Mensch. Müssen wir uns dann doch den ersten Streukreis angucken. Ja, ich hätte es beim ersten lassen sollen, aber links haben wir auch so einen schönen kleinen hingekriegt. Rechts, gut, der ist jetzt halt einen Millimeter größer oder zwei. Da habe ich wieder nicht drauf geachtet. Ich glaube, da ist noch einer drin. Ja. Okay. Ich habe gesagt, ein Magazin machen wir noch, weil es so schön ist. Ich habe auch noch ein paar drin. Die kommen in Dosen zu 200 Stück. Das sind so schöne, kleine, handliche Dosen. Innen ausgepolstert mit Schaumstoff. Wobei ich sowieso, wie gesagt, nicht glaube, dass da beim Transport bei den Diabolos irgendwas kaputt gehen kann, beziehungsweise dass sich da die Kelche verbiegen oder sonst irgendwas. Einfach aus dem Grund, weil die halt, weil die fester sind als Bleidiabolos. Ich wurde schon oft gefragt, ja, machen die nicht den Lauf kaputt? Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Die Stahlläufe sind einfach x-mal robuster als die Zinndiabolos. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass ihr eure Waffe damit beschädigt. Auch das ist ein Irrglaube. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir da mal hin. Ja, und dass die Waffe Spaß macht zu schießen, ich meine, das ist ja nichts Neues. Ah! Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich schon mit einer HW100 gemacht habe. Muss ich mir mal ein wenig zusammenreißen, eigentlich müsste ich ruhig sein, dass es besser ist, aber dann wären es langweilige Videos. Ich weiß gar nicht, ob ihr meinen englischen YouTube-Kanal abonniert habt, beziehungsweise ab und zu mal reinschaut. Da hatte ich ja auch eine Weihrauch HW100 für alle, die eine WBK haben, mit 50 Joule und die hat auch auf 50 Meter Slugs geschossen, aber dermaßen präzise. Ich sag's bald immer, man kann in die HW100 reinstopfen, was man will. Das Ding schießt einfach immer gut. Völlig egal, welche Diabolos man nimmt. Natürlich sind die einen besser, die anderen schlechter, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass die so munitionsfühlig ist, dass man nur zwei, drei Sorten schießen kann. Würde mich mal interessieren, was ihr schießt normalerweise oder sehr oft schieße ich die Qingyang Diabolos drin. Weil die auch extrem gut funktionieren. Ah, guck, da kam jetzt links wieder einer raus. Also das heißt, wenn es mal irgendwann Außenwettkämpfe gibt, wo Bleidiabolos verboten sind, könnt ihr auch mit denen, mit dem Weihrauch Field Target exakt wunderbar schießen. Ihr seht ja, der erste Streukreis, ich denke ich bei 6 mm, der jetzige dürfte so bei 7, 8 sein, weil ich einen Ausreißer drin hatte. Der zweite, wo es dann unten die Karte ein bisschen zerrissen hat, der ist auch bei unter 6 mm. Also, und wir haben jetzt über 40 Schuss gemacht. Ihr seht, dass die ohne Flyer durchweg funktionieren. So langsam müsste es wieder gewesen sein. Ejo! Ich habe die HW100 in ganz normalem Standard-Setup geschossen. Ich habe extra keinen Schalldämpfer drauf gemacht, einfach um euch zu zeigen, dass die out of the box wunderbar damit funktioniert. Natürlich, wenn man noch ein bisschen am Setup schraubt, einen Schalldämpfer testet oder sonst irgendwas, vielleicht kriegt man dann noch mehr Präzision raus. Wobei, für 7,5 Joule auf 25 Meter Wettkämpfe reicht es absolut aus. Montiert hatte ich ein Element Titan 3 bis 18 x 50 Zielfernrohr mit einer Sportsmatch UK Montage.
Das soll es für heute gewesen sein. Ich muss jetzt nicht meine Hände waschen, was richtig cool ist. Ich werde es zwar trotzdem tun, aber man muss es nicht. Hat irgendwie auch seine Vorteile. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaut auf jabolo.de vorbei. Holt euch eure bleifreien Diabolos. Testet die mal in anderen Waffen aus und schreibt mir mal, ob die in anderen Waffen genauso gut funktionieren wie in der HW100 und HW30. Ich bin da wirklich gespannt. Natürlich bin ich noch nicht durch alle Waffen durch. Es ist noch ganz neu für mich oder es sind noch ganz neu auf dem Markt und deswegen stehen da noch ganz, ganz viele Tests aus. Aber da werde ich natürlich auch einige machen. Bleibt mir treu. Schaut nächste Woche wieder vorbei und dann macht's gut. Ciao, servus, sagt der Gandhi.